Fastnacht 1938 in Nürnberg. Amateuraufnahmen ausgelassener Fröhlichkeit im Dritten Reich. Wie jedes Jahr ziehen die Narren durch die Straßen. Auf einem der Festwagen baumelt wie selbstverständlich das antisemitische Zerrbild eines Juden am Galgen. Für jedermann sichtbar demonstriert das nationalsozialistische Deutschland seinen fanatischen Hass auf die Juden. Es war für ein Kind etwas völlig Neues, dass so gegen andere Menschen geredet und argumentiert wurde. Denn die Vorstellung, dass Juden etwas anderes seien als wir, die war in der Familie nicht vorhanden. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 brennen überall im Dritten Reich die Synagogen. Die Deutschen schauen zu, wie Menschen mit brutaler Gewalt drangsaliert, wie Wohnungen und Geschäfte verwüstet werden. Das war der Tag, an dem wir gewusst haben, dass es sehr ernst wird. Und das war das erste Fanal, wo wir uns gesagt haben, es geht an den Kragen. Unschätzbare Werte jüdischer Kultur in Deutschland gehen verloren. Die nationalsozialistische Barbarei zerstört auch den letzten Rest von Vertrauen in eine zivilisierte Gesellschaft. Wenn ich heute daran zurückdenke, sehe ich es, wie viele von uns, als ersten Schritt auf dem Weg zum Holocaust. Für mich persönlich war dieser Tag einer der prägendsten in meinem Leben. Die Deutschen haben es sich 1938 unterm Hakenkreuz bequem eingerichtet. Die überwältigende Mehrheit ist inzwischen dem Führer treu ergeben. Das Regime belohnt die Volksgemeinschaft mit immer neuen Wohltaten. Die Leute hatten alle Arbeit, es wurde Geld verdient, die Unternehmer verdienten Geld, aber auch der normale Arbeiter auch. Und mein Vater sagte, ach, mit dem Hitler ist das gar nicht so verkehrt, wenn der nur nicht gegen die Kirche so wäre. Das war so die allgemeine Stimmung. In der Familie gab es diesen typischen katholischen Antisemitismus. Das sind die, die unseren Herrn Jesus ans Kreuz geschlagen haben. So. Das war's. Mehr auch nicht. Und man hatte Mitleid mit ihnen. Aber ich glaube, so die richtigen Alten dachten mir, na, das ist doch vielleicht die Strafe Gottes oder so irgendwas. Man ging weiter beim Juden kaufen, aber man hielt sich ein bisschen auf Distanz. Schon zu Anfang ihrer Herrschaft rufen die Nazis zum Boykott jüdischer Geschäfte auf und verhängen Berufsverbote. Vor allem in der Provinz findet die antisemitische Propaganda fruchtbaren Boden. In Merseburg hängt das Transparent, ein Jud und eine Laus ist wie die Pest im Haus. Die Menschen lesen die Hetzschrift Der Stürmer. Viele unterstützen die Parole, wer beim Juden kauft, ist ein Volksverräter. Manchmal zeigten die Leute mit dem Finger auf mich und beschimpften mich als Juden. Das war ganz normal. Andauernd gab es diese Paraden. Sie marschierten mit ihren Fahnen und ich hatte Angst, etwas falsch zu machen. Immer wieder haben mich die Erwachsenen gewarnt. Wenn du die Fahnen siehst, wenn sie mit ihren Fahnen vorbeimarschieren, ob du nun ein Jude bist oder nicht, heb den Arm und sag Heil Hitler. Mit den Nürnberger Gesetzen formieren sich die Deutschen zur rassistischen Volksgemeinschaft, die vor allem die Juden ausschließt. Selbst den Kleinsten werden schon die nationalsozialistischen Grundbegriffe eingetrichtert. Und Antisemitismus gehört ganz selbstverständlich zum Lehrplan.
Die Juden sind unser Unglück und die Juden sind vielem schuld und benutzen ihre wirtschaftlichen Fähigkeiten, um Deutsche auszubeuten. Ich weiß, dass in der Hitlerjugend, der ich ab dem 10. Jahr angehörte, also ab 36, dass da gelegentlich in den sogenannten Heimabenden über das Unglück gesprochen wurde, das die Juden für uns bedeuten sollten. Und es wurden auch manchmal schlimme Lieder gesungen, die sich auf Juden bezogen. Die Juden ziehen dahin, die Juden ziehen daher. Sie ziehen durchs Rote Meer. Die Wellen schlagen zu, die Welt hat Ruhe. Auf Befehl Hitlers beginnt Anfang Juni 1938 in München der Abbruch der Hauptsynagoge. Erst am Tag zuvor ist die jüdische Gemeinde informiert worden, dass ihr Gotteshaus wegen verkehrstechnischer Probleme weichen muss. Überall in Deutschland werden in diesem Sommer Synagogen rücksichtslos beseitigt. Viele deutsche Juden entschließen sich zur Emigration. Weil die deutschen Finanzbehörden die Zwangslage der Flüchtenden schamlos ausnutzen, müssen die meisten ihr gesamtes Vermögen zurücklassen. In den Augen der Nazis sind es nicht genug. Um den Ausreisewillen der anderen zu fördern, kommt es überall im Dritten Reich immer wieder zu Übergriffen. Ende Oktober 1938 werden Juden, die mit polnischen Pässen in Nazi-Deutschland leben, von der Polizei in Gewahrsam genommen. Nur ein paar Habseligkeiten dürfen sie mitnehmen. Auch in Essen verschwinden über Nacht ganze Familien. An diesem Tag, es war der 28. Oktober, war ich mit einem Mitschüler auf dem Heimweg und wir fragten uns, wo wohl unsere ganzen Schulkameraden geblieben waren, die an dem Tag gefehlt hatten. Es waren nur halb so viele in der Klasse wie sonst. Und dann sahen wir sie da sitzen, mit ihren Eltern, zusammen mit vielen anderen Familien und Kindern, die nicht in meiner Klasse waren. Sie saßen auf Koffern, dicht gedrängt und warm angezogen. Da war einfach nur ein bedrückendes Schweigen. Es war so schrecklich. Ich sehe sie noch heute genau vor mir. All die Menschen, die an dem Tag deportiert und über die polnische Grenze ins Niemandsland geschickt wurden. Die Polen wollten sie nicht haben. Die Deutschen wollten sie auch nicht. Und da saßen sie, draußen in der Kälte, jeder Witterung ausgesetzt, ohne Essen und Obdach. Weil Polen die Einreise verweigert, werden etwa 15.000 Menschen über die grüne Grenze abgeschoben. Ein Hilfskomitee sorgt für Verpflegung und provisorische Unterkünfte. Zu den Vertriebenen gehören auch der Schneider Sendel Grünspan und seine Familie, die seit 1911 in Hannover wohnen. Auf der Meldekarte ist der Name des Sohnes durchgestrichen. Herschel Grünspan hält sich seit 1937 in Paris auf. Dort hört der 17-Jährige von den katastrophalen Bedingungen, unter denen Eltern und Geschwister leben müssen. Er kauft einen Revolver und beschließt zu handeln. Um 9:30 Uhr morgens kommt Grünspan an die Pforte der deutschen Botschaft in Paris. Er habe wichtige Dokumente zu überbringen, behauptet er. Schließlich empfängt Legationsrat Ernst vom Rat den jungen Mann. Dann fallen Schüsse. 3 Kugeln verfehlen den Diplomaten. Eine weitere streift ihn nur leicht. Die 5. trifft ihn in den Bauch. Als der Verletzte um Hilfe ruft, wirft der Attentäter seine Waffe weg und lässt sich widerstandslos festnehmen. Adolf Hitler weilt in München, um an der alljährlichen Feier zum Jahrestag des gescheiterten Putschversuchs von 1923 teilzunehmen. Als er von dem Anschlag erfährt, entsendet er unverzüglich Ärzte nach Paris. Grünspan sagt aus, er habe gegen die Tragödie der vertriebenen Juden protestieren und die Welt aufrütteln wollen. Die Polizei findet keine Anhaltspunkte für Hintermänner bei Planung und Durchführung der Tat. Es stand in den Zeitungen und auch im Rundfunk. Man hatte ja damals schon ganz üblicherweise ein Radiogerät. Wurde das sogar als Spitzenmeldung und eben
mit der NS-Interpretation wurde das mitgeteilt. Ich glaube nicht, dass über den Täter mehr gesagt wurde, als dass er eben ein Jude sei, ein junger Jude. Die Gründe, aus denen er gehandelt hat, die wurden natürlich nicht mitgeteilt. Aber dass ein deutscher Diplomat von einem Juden erschossen worden sei, das war ein großer Aufmacher. Die ganze Propagandamaschine, die lief dann an. Auf Weisung aus dem Propagandaministerium berichten die Zeitungen in Nazi-Deutschland auf den Titelseiten über die Ereignisse in Paris. Mit Schlagzeilen wie Vergeltung für die jüdische Bluttat heizt die Presse die Stimmung an. In der Nacht hat eine große Menschenmenge jüdische Geschäfte und Einrichtungen in Kassel verwüstet. Zunächst wird angeordnet, die Demonstrationen gegen die Juden sofort einzustellen. Josef Goebbels kommentiert die Ausschreitungen in seinem Tagebuch, wenn man jetzt den Volkszorn einmal loslassen könnte. Am Mittag besucht SS-Chef Heinrich Himmler in München eine Versammlung von alten Kämpfern der Partei, die wie er am Hitlerputsch 1923 beteiligt waren. Die Ereignisse in Paris finden in den offiziellen Gedenkreden an diesem Tag keine Erwähnung. Hitler hat Ernst vom Rath mittlerweile zum Gesandtschaftsrat erster Klasse befördert. Um 3:30 Uhr nachmittags stirbt der Diplomat in einem Pariser Krankenhaus. Eine Viertelstunde später schickt Hitlers Leibarzt Karl Brandt ein Telegramm mit der Todesnachricht nach Berlin. Wann genau der Diktator Kenntnis erlangt, ist unklar. Wahrscheinlich ist, dass er im Verlauf des Nachmittags in seiner Münchner Wohnung am Prinzregentenplatz informiert wird. Angeblich nimmt er die Nachricht ohne sichtbare Reaktion entgegen. Niemand schreitet mehr ein, als eine aufgebrachte Menge in Dessau jüdische Geschäfte verwüstet und die Synagoge in Brand steckt. In Hessen kommt es immer wieder zu Angriffen gegen Juden. Plünderer bereichern sich am Hab und Gut ihrer Opfer. In Hadamar erlebt der kleine Franz Josef Meurer am Abend des 9. November den Beginn der Ausschreitung. Ich weiß nur, dass da auf einmal so ein großes Palaver auf der Straße war und Krach und Radau. Und da fing das auch schon an. Fensterscheiben eingeschlagen, eine Türe eingetreten. Denn das eine Judenhaus ist nur zwei Häuser neben meinem Elternhaus gewesen und ein jüdisches Haus war schräg gegenüber und die haben da gehaust wie die Berserker. Alles kurz eingeschlagen, die kamen mit einer Axt oder mit einem großen Beil oder so irgendwas, haben die Fenster eingeschlagen, die große Marmortheke kaputtgeschlagen in der Metzgerei. Ja Gott, vor allen Dingen, ich war erschrocken, dass es so weit überhaupt möglich war, auf Hadamarer einzuschlagen, irgend praktisch. Hadamarer Bürger gegen Hadamarer Bürger. Am Rande eines Parteiempfangs in München werden Hitler und Goebbels bei einem intensiven Gespräch beobachtet. Der Führer verlässt die Veranstaltung frühzeitig. Der Propagandaminister hält um 22 Uhr eine fanatische Rede und stachelt die Anwesenden zu Vergeltungsaktionen im ganzen Dritten Reich an. Alles saust gleich an die Telefone, notiert er später. Nun wird das Volk handeln. Um Mitternacht wohnt der Führer an der Feldherrnhalle in München der Vereidigung von SS-Männern durch Heinrich Himmler bei. Man ist sich einig, dass die Elitetruppe nur in Zivilkleidung an den Demonstrationen teilnehmen darf. Sinnlose Gewalt und Zerstörung seien nicht ihr Stil, heißt es. Der Befehl wird nicht überall befolgt. Die Staatsanwaltschaft des Landgerichts Essen hat nach dem Krieg in einer Ermittlungssache wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit die Ereignisse in der Stadt rekonstruiert. Um die 12. Stunde, sagt ein Zeuge aus, seien SA-Führer in das Versammlungslokal der Nazis gekommen. Der Befehl ist da, hätten sie gerufen. Und
In Düsseldorf geht es schon drunter und drüber und ihr sitzt hier noch herum. Die Anwesenden hätten sich sofort erhoben. Die alte Synagoge in Essen hat den Naziterror überstanden, weil Sprengung oder Abriss zu teuer geworden wären. Ein Feuerwehrmann sagt 1949 aus, gegen 2 Uhr habe ein SS-Offizier die Brandstiftung der Synagoge angekündigt und von ihm verlangt, nur angrenzende Häuser vor dem Übergreifen der Flammen zu schützen. Die Tochter des Rabbiners erinnert sich noch gut an jene Nacht. Die Wohnung der Familie lag direkt neben der Synagoge. In the middle of the night, we heard a lot of noise. Mitten in der Nacht wurden wir von lauten Stimmen geweckt. Meine Mutter kam in unser Schlafzimmer und sagte, wir müssten das Haus verlassen. Wir haben uns dann angezogen. Da war meine Mutter schon wieder unten bei meinem Vater, der von den Nazis verhöhnt und verspottet wurde. Er war in großer Gefahr. Dann kam der Synagogendiener raufgerannt und rief, die Synagoge brennt, ihr müsst sofort raus. Wir sind dann runter in den 2. Stock, wo die Nazis gerade alles verwüsteten und zerstörten und daran offensichtlich ihren Spaß hatten. Nach dem Motto, na, wie fühlt man sich, wenn man seine schöne Synagoge brennen sieht? Der handlungsreisende Gustav Strauss und seine Familie werden mitten in der Nacht in ihrer Essener Wohnung von SA-Männern überfallen. Sohn Heinz lebt, wie Hanna Bieberstein, heute in den USA. Beide haben es vorgezogen, Englisch zu sprechen. Um 5 Uhr morgens schlug jemand heftig an unsere Tür. Und 3 oder 4 SA-Männer stürmten in unsere Wohnung. Raus, raus, raus. Sie schrien raus, raus, raus. Dann fingen sie an, unsere Möbel umzuwerfen. Sie rissen das Geschirr aus den Schränken und warfen es auf den Boden. So haben wir die Wohnung verlassen und sahen später, wie die Synagoge brannte. Das war wirklich beängstigend. Erst als die Synagoge in Flammen stand, begriffen wir, dass unser Leben in Gefahr war. Ich weiß noch, wie jemand mich die Treppe runtergeschubst hat. Da brannte das Treppenhaus schon. Wir kamen raus auf die Straße. Die wurde gerade neu gepflastert. Die Leute schmissen die großen Pflastersteine durch die Fenster in die Synagoge, um den Brand anzufachen. Wie verrückt schmissen sie Steine. Es war noch dunkel. Ein Zeuge sagt nach dem Krieg aus, dass Feuerwehrmänner an einer Tankstelle mit Eimern und Kannen Benzin holten, um den Brand der Rabbinerwohnung zu beschleunigen. Meine Schwester und ich hatten schreckliche Angst, über die Straße zu gehen. Plötzlich sagte jemand mit einer sehr durchdringenden, respekteinflößenden Stimme so etwas wie, lasst sie durch, es sind doch nur Kinder. Und tatsächlich, die Leute hielten für einen Moment inne und wir überquerten die Straße. Ich war so erleichtert, als ich dann sah, dass beide, mein Vater und meine Mutter, dort auf uns warteten. Wir fuhren zum jüdischen Schwesternheim und blieben dort, bis wir das Land verlassen konnten. Am frühen Morgen entstehen an der Essener Synagoge Fotos, die von der geheimen Staatspolizei beschlagnahmt werden. Gestapo-Akten belegen, dass nicht alle Zuschauer teilnahmslos blieben. Das ist Kultur, ruft einer. Der Denunziant will erwidert haben, das sind lumpige Juden. Der Mann darauf laut Protokoll, das sind Menschen. Eine Nazi-Anhängerin bringt zur Anzeige, sie sei Zeugin der Beleidigung des Propagandaministers geworden. Eine Frau soll zu ihrer Partnerin gesagt haben, dem Goebbels könnte ich stundenlang in die Fresse hauen. Sie wird noch am selben Tag von der Gestapo vorgeladen und kann sich am Ende rausreden. Bereits um 20 Minuten nach 1 hat Sicherheitschef Reinhard Heydrich alle Polizeichefs im Reich angewiesen, die Maßnahmen nicht zu behindern. Zudem sollen möglichst viele gesunde männliche Juden verhaftet und als Geiseln in Konzentrationslager gebracht werden. Die Nazis wollen deren Auswanderung erzwingen und so die Vermögen in die Hand bekommen.
Jetzt gibt es im ganzen Dritten Reich kein Halten mehr. Überall ziehen SA und SS-Schergen in Gruppen los, um Synagogen anzuzünden und Juden zu verhaften. Viele Männer sind nach den örtlichen Feiern zum Jahrestag des Hitlerputschs betrunken und gehen mit roher Gewalt gegen die jüdischen Einrichtungen vor. Entgegen einer Weisung Heydrichs kann die Polizei vielerorts Plünderungen nicht verhindern. An seinem Fachwerkhaus im hessischen Hadamar hat Bäckermeister Josef Meurer vor ein paar Jahren den Leitspruch »Am guten Alten in Treue halten« anbringen lassen. Aus seiner Verachtung für die Nazis macht er keinen Hehl. Und so zögert der überzeugte Demokrat am Morgen des 10. November keinen Moment. Gegen 6 Uhr kam ein Herr Ries gegenüber hier von der Synagoge und hat Brand wahrgenommen hier in der Synagoge, weil er direkt drauf gucken konnte, und hat den Nachbar nebenan, hat den alarmiert, und meinen Vater, der in der Backstube war, hat er am Fenster geklopft und hat den rausgehoben, die Synagoge brennt. Und die zwei Männer sind dann hier in die Synagoge gelaufen und haben gelöscht. Das ging noch einigermaßen, die SA-Horten. Die hatten Papier und Gewänder oder was sie alles auf den Boden geworfen haben, haben das angezündet und haben dann versucht, das zu löschen. Und das ist ihnen ja dann auch gelungen. Der SS-Sturmbann aus Limburg an der Lahn zieht am nächsten Tag Bilanz. Für fast alle Synagogen der Region gilt der Vermerk, ausgebrannt oder vernichtet. Das kleine Gebetshaus in Hadamar wird als abgebrannt eingestuft, obwohl es noch steht. Der Herr Schmidt, der mitgeholfen hat zu löschen, am nächsten oder übernächsten Tag einen von den SA-Männern, die vorbeigegangen sind, und durch Zufall gesagt hat, na, ihr habt euch aber böse angestellt hier. Und er hat dann geantwortet, sei ruhig, Moi, seid ihr dran. Während des Krieges wird Josef Meurer von den Nazis zeitweise interniert. 1945 machen die Amerikaner ihn zum Bürgermeister von Hadamar. Nach Kitzingen am Main sind noch in der Nacht zum 10. November Parteifunktionäre aus Würzburg gekommen, um dort Demonstrationen zu organisieren. Ein Anwohner erinnert sich nach dem Krieg, er habe zwischen 5 und 6 Uhr früh ein heftiges Gepolter gehört und beobachtet, wie der Synagogendiener einen Schlag vermutlich auf den Kopf bekam und auf die Straße fiel. Der Toraschreiber Leopold Oppenheimer ist wegen seiner Frömmigkeit und Bildung hochgeachtet in der Kitzinger Gemeinde. Mit seiner Familie lebt er in der Rosenstraße. Sohn Josef erinnert sich. In der Früh zwischen 5 und 6 war ein starker Lärm auf der Straße bei uns gewesen. Und wir haben geschaut, man hat den Schaufenster von den Nachbarn gegenüber bei uns, das war auch ein Jude, hat man das eingeschlagen, und den Mann hat man mitgenommen. Um 6 Uhr sowas hat man in der Synagoge jeden Tag gebetet, wollte weggehen. Meine Mutter sagt, auf keinen Fall, rufe beim Rabbiner an. Der hat meinem Vater gesagt, geh nicht aus dem Haus, bist sicherer, wenn du zu Hause bist. Und auf keinen Fall in die Synagoge. Nach den Plänen der Nazis soll die Synagoge von Kitzingen einer Verbindungsstraße weichen. Am 10. November wird ein Trupp von SS-Männern zur Brandstiftung losgeschickt. Als erstes zerreißen sie die Torahrollen. Nach dem Krieg hat die Staatsanwaltschaft auch hier den Ablauf der Ereignisse aus Zeugenvernehmungen rekonstruiert. Um 6:30 will ein Anwohner gesehen haben, dass im Inneren der Synagoge die Bänke zusammengeschlagen und aufgetürmt waren. Diese Haufen hätten lichterloh gebrannt. Als die Feuerwehr um 6:45 eintrifft, steht die Synagoge in hellen Flammen. Niemand unternimmt etwas gegen den Frevel. Kinder auf dem Schulweg und Kitzinger Bürger sehen dem Schauspiel zu.
Beim Morgengrauen attackiert der Nazimob die jüdische Schule, überfällt systematisch Geschäfte und Wohnungen von Juden. Gegen 8 hat sich eine Menge von Leuten vor unserem Haus gesammelt, hauptsächlich Jugendliche, keine uniformierten Menschen. Man hat Steine geworfen, man hat von dem Nachbarn gegenüber Brot und von eine Kasse und ich weiß nicht was gespielt, um unsere Fenster zu zerschlagen. Überall in Kitzingen werden Juden verhaftet und müssen durch ein Spalier von Schaulustigen laufen. Ein Fotograf dokumentiert, wie sie begafft und verspottet werden. Manche spucken die Gefangenen an oder werfen Steine. Wer nicht schnell genug ist, wird verprügelt. In der Rosenstraße haben sich die Oppenheimers in ihrem Haus verschanzt. Das hat gedauert, vielleicht eine halbe Stunde oder eine Stunde, haben sie die Türe aufgebrochen und man ist reingekommen. Wir haben ein kleines Haus gehabt, da hat nur unsere Familie drin gewohnt. Also wir sind raufgegangen auf die erste Etage und unten haben die angefangen dann zu zerschlagen, was sie zerschlagen konnten. Wir haben gebetet und gehofft, dass sie nicht draufkommen. Wir hatten Angst, dass man eventuell Feuer anzünden wird. Man hat immer alles Mögliche raufgeschrien und wir haben gemeint, es ist unser letzter Tag. Jud, Jud, du kommst um Hab und Gut, singen Schulkinder, als die Verhafteten am Gefängnis eintreffen. Dort werden 59 Männer aus Kitzingen interniert. Aus dem Umland bringt man weitere 40 Juden auf Schweinetransportern in die Stadt. Es ist ein Mann den Tag gestorben. Der Mann hieß Salomon Sonder. Man hat ihn mitgenommen und man hat ihn dann zu mir weggelaufen lassen. Auf jeden Fall, er ist gestorben. Das weiß ich an dem Tag. Ein Zeuge sagt nach dem Krieg aus, dass Salomon Sonder gegen 8 Uhr früh von einem Mann mit einem Beil abgeführt wurde. Wenig später stirbt er an Herzversagen. Zur selben Zeit erschießt ein SA-Führer bei Heilbronn die 81-jährige Susanna Stern, als sie ihr Haus nicht verlassen will. Die Nazi-Justiz ermittelt zwar gegen den Mörder, das Verfahren wird aber auf Weisung von oben eingestellt. Im Morgengrauen des 10. November entstehen in Bielefeld Filmaufnahmen der brennenden Synagoge. Fast regungslos schauen die Menschen zu, wie die Kuppel des Gotteshauses einstürzt. Dann gehen sie zur Arbeit, als sei nichts geschehen. Der jüdische Jugendliche Günther Rohberg schlägt sich in Hannover als Lieferjunge für die jüdischen Kunden einer Bäckerei durchs Leben. Wie an jedem Werktag kommt er auf seiner Runde auch an der großen Synagoge vorbei. Habe ich da unten gestanden und die Synagoge, ich sah den Qualm und ich sehe gerade, wie die Kuppel von der Synagoge runterstürzt. Leute standen dort rum und guckten und waren und haben sich das angesehen als Schau, da war keine Reaktion von Leuten gehört und gar nichts. Ja. Meine Mutter hat immer gesagt, diese Nazis. Ich habe immer gedacht, wo ist da die Gerechtigkeit? Ich war 17 Jahre, habe es hingenommen, wie das so ist. Hingenommen, es wird schon mal wieder aufhören, wieder besser werden. Auch in Hannover werden die Schaufenster jüdischer Geschäfte zertrümmert. Doch die Zerstörung hat selbst für die Nazis eine Kehrseite. Im ganzen Reich gehen so viele Scheiben zu Bruch, dass Glas aus Belgien eingeführt werden muss, bezahlt mit knappen Devisen. Günther Rohberg trägt am 10. November pflichtbewusst seine Lieferungen aus. In der Altstadt in Hannover, da wohnten die polnischen Juden
Ich kam rauf und oben steht ein Gestapo-Beamter. Sagt er zu mir, was machst du hier? Da sage ich, ich verteile hier Brot, aber ich sehe, hier liegt noch Brot. Da sagt er zu mir, komm her, sag mal, bist du noch normal? Mach eine Fliege, dass du hier wegkommst, sonst werden sie denken, du gehörst der Judenbande dazu. Man hat nämlich die Juden verhaftet nach Aussehen oder nach Listen. Rohberg flieht aus Hannover und kann gerade noch rechtzeitig nach Haifa auswandern, wo er heute lebt. Seine Mutter und sein Bruder werden von den Nazis ermordet. Im badischen Bühl ist an jenem 10. November die Freiwillige Feuerwehr ausgerückt. Die Männer löschen nicht etwa die brennende Synagoge. Man verhindert auch hier nur, dass das Feuer auf die Nachbarhäuser übergreift. Die Synagoge brennt völlig aus. Ihre Ruine wird kurz darauf abgerissen. Auf Kosten der jüdischen Gemeinde. Als Sohn eines regimekritischen Wissenschaftlers erlebt Hans-Jochen Vogel die Ereignisse in Gießen. Ich ging damals ins Gymnasium und während einer der Pausen, es war, glaube ich, die zweite Pause, wohl so gegen 10 Uhr neben Herrn, sah man Rauch und man schmeckte auch den Rauch und den Qualm. Und dann liefen wir vom Pausenhof hinüber, diese 100 Meter, und dann standen wir da und auch noch andere Menschen und sahen, dass die Synagoge bereits brannte. Und was sich mir besonders eingeprägt hat, dass Feuerwehr und Polizeibeamte nicht löschten, sondern ersichtlich den Brand in Bewegung hielten oder sogar noch angefacht haben. Überall in Nazi-Deutschland das gleiche Bild. Die Feuerwehren stellen sicher, dass die Synagogen fachgerecht in Schutt und Asche sinken. Wir standen da, meine Klasse, aber auch andere Schüler aus anderen Klassen. Das mögen vielleicht 60, 70 junge Leute gewesen sein. Und ich glaube, es war eigentlich hauptsächlich ein Schweigen. Es war weder eine Zustimmung, aber es war auch keine Kritik, sondern man hat untereinander geredet, was heißt das und was bedeutet das und warum brennt das. Aber Proteste? Nein. Wir haben dann an diesen Lehrer, es war unser Klassenlehrer, Fragen gestellt, was das bedeutet, was los ist, wie halt einer mit 12 Jahren dann fragt. Dieser Lehrer war eher ein Deutschnationaler wohl, kein Nazi. Und er war etwas verlegen in seinen Antworten. Wenn ich es richtig erinnere, hat er sinngemäß gesagt, das ist halt der Volkszorn über die Ermordung, der sich da jetzt bemerkbar macht. In Regensburg inszenieren die Nazis an diesem Vormittag den Auszug der Juden aus der Stadt. Ein SA-Mann fotografiert die demütigende Szene. Die Männer werden von Schaulustigen beschimpft und bespuckt. Gemäß der Weisung Heydrichs verhaftet die Gestapo im ganzen Dritten Reich etwa 30.000 Juden, um sie auszuplündern und aus dem Land zu vertreiben. Zur Mittagszeit erzählt Hitler in München Josef Goebbels von seinem Plan, drakonische Strafen gegen die Juden zu verhängen. Der Führer hat eine perfide Idee. Die Opfer sollen für die Zerstörung durch die Nazis selbst aufkommen. Um diese Zeit hat die Welle der Ausschreitungen fast alle Städte und Gemeinden in Nazi-Deutschland erreicht. Auch in Euskirchen bei Köln brennt die Synagoge. Ein Anwohner macht heimlich Fotos. In der katholisch geprägten Stadt kommt es am späten Nachmittag zu einer gespenstischen Szene. Hier ging der Machtdienstzug wie in vielen rheinischen Städten am Tag vorher. Manchmal ist er auch am selben Tag, am 11. November, am Machtdienstag selbst gegangen. Hier ging er jedenfalls immer am Tag vorher. Jeder hatte ja seine Laterne gebastelt. Und mein wirklicher, deutlicher Eindruck auch heute noch ist, dass wir zum Anatomplatz hinzogen und dann nach links schauend die Kuppel der Synagoge brennen sahen.
Wir sangen unsere Martinslieder. Paradox ist das. Ja, St. Märtyr ist ein Jodemann. Die Kuppel stand in vollem Brand und man konnte die Kuppelgerippe erkennen. Und das war etwas Schockhaftes. Dann zogen wir also die weiteren 100, 200 Meter weiter zum Anatomplatz. Da war das Martinsfeuer angezündet. Und davor stand der brennende DKW des Judenhorn. Dieser brennende DKW, der ging mir eigentlich mehr in die Seele als noch die brennende Synagoge, weil er so davor stand und sagte, warum haben die dem das Auto denn angezündet? Was soll denn das? Nicht immer ist es Judenhass, der die Menschen antreibt. Oft sind es Neid und Habgier. 174 Festnahmen wegen Plünderungen verzeichnet die Polizei. Das Ausmaß der Gewalt erschreckt diejenigen, die sich noch kritische Gedanken leisten. Mein Vater sagte so, ja doch, das war wohl Abendessen oder am Abend jedenfalls, hoffentlich kommt uns das nicht mal teuer zu stehen, sagte er. Man widersprach nicht, man fragt auch nicht, was meinst du damit? Aber er sagte, hoffentlich kommt uns nicht das mal teuer zu stehen. Um Mitternacht werden die Ausschreitungen für beendet erklärt. Nur 100 Synagogen und 8000 jüdische Geschäfte seien verwüstet worden, behauptet die Polizei. Tatsächlich waren es ein Vielfaches mehr. Auch die offizielle Zahl von 91 Toten ist unbewiesen. Hermann Göring verfügt, dass die Juden 1 Milliarde Reichsmark als Sühne leisten sollen. Versicherungen, die Entschädigungen an Juden zahlen müssen, werden gezwungen, das Geld an die Staatskasse zu überweisen. Mir wäre lieber gewesen, ihr hättet 200 Juden erschlagen und nicht solche Werte vernichtet, beklagt sich Göring. Die Gefängnisse der Gestapo füllen sich mit den Verhafteten. Noch tagelang machen die Häscher in ganz Deutschland weiter Jagd auf Juden, um die geforderte Zahl von 30.000 zu erreichen. Die Erwachsenen wussten, dass die Gestapo überall jüdische Männer verhaftete. Mein Vater versuchte, der Festnahme zu entgehen, indem er den ganzen Tag mit der Straßenbahn kreuz und quer durch die Stadt fuhr. Am zweiten Tag kam er, um nach mir zu sehen. Und wie das Schicksal es wollte, kamen während seines Besuchs 2 Gestapo-Männer ins Haus, fanden meinen Vater und verhafteten ihn. Kurz darauf wurden wir informiert, dass die inhaftierten jüdischen Männer aus der Stadt gebracht wurden. Einige Tage später kam eine Postkarte von meinem Vater, auf der stand: Wir sind auf der Fahrt in Richtung Süddeutschland. Da wussten wir, wo sie ihn hinbrachten: nach Dachau. And of course, that was the key word that told us that they were headed for Dachau. Die Häftlinge werden wochenlang in Konzentrationslagern schikaniert, bis sie einwilligen, Deutschland zu verlassen. Wie viele sterben oder Selbstmord begehen, ist ungewiss. Gustav Strauss kehrt im Januar 1939 nach Essen zurück. It was pretty tearful. My dad. Es war ein tränenreiches Wiedersehen. Mein Vater hatte sowieso wenig Haare, aber seine Kleidung war zerrissen und schmutzig. Er war abgemagert. Er sah einfach schrecklich aus. Doch er war wieder zu Hause. Er war am Leben. Unversehrt, wenigstens körperlich. Es war beides zugleich, Freude und Schmerz. In Paris wird Herschel Grünspan erkennungsdienstlich behandelt. Die Franzosen liefern ihn erst 1940 an die Nazis aus. Als Grünspan behauptet, er habe ein homosexuelles Verhältnis zu seinem Opfer gehabt, wird er ohne Prozess hingerichtet.
Ernst vom Rat bekommt in Düsseldorf ein Staatsbegräbnis in Anwesenheit des Führers. Der tote Diplomat wird von der Propaganda zum Märtyrer stilisiert, zum Opfer im Kampf, den das Weltjudentum angeblich gegen das Dritte Reich führt. Überall in Deutschland werden die Spuren des Terrors getilgt. In Dresden beseitigt die Technische Nothilfe bis Ende November die Ruine der ausgebrannten Synagoge. Die Nazis zwingen viele jüdische Gemeinden, für die Kosten der Abbrucharbeiten aufzukommen. Nicht selten müssen Grundstücke und unversehrte Gebäude verkauft werden, um das Geld aufzubringen. Ich möchte kein Jude in Deutschland sein, höhnt Hermann Göring. Bis Kriegsbeginn gelingt nur noch etwa 80.000 Juden die Flucht aus Deutschland. Meine Tante, die im Haus gewohnt hat bei uns, die auch immer gesagt hat, sie will aus Deutschland auch rausgehen. Aber mit dem letzten Zug, ja, auf dem letzten Platz. Sie wäre gerne dann am 10. November oder am 11. November mit dem ersten Zug und dem ersten Platz. Wir haben Geografie gelernt, wo gibt es noch eine Ecke, wo Juden hinkommen können. Das war sehr schwer. Eine Cousine aus Paris verhilft Josef Oppenheimer im April 1939 zu einem Visum für Frankreich. Er überlebt dort den Krieg und wandert 1946 nach Palästina aus. Die Rampe von Auschwitz. Was mit Hass und Terror begann, endete schließlich mit Deportation und Völkermord. 6 Millionen Juden verhungerten in den Ghettos, wurden von Todeskommandos erschossen, in den Vernichtungslagern vergast, vergiftet und zu Tode geprügelt. Viele deutsche Juden, die den Holocaust überlebten, verloren den Glauben an ihr Vaterland nach Auschwitz für immer. Für mich war eigentlich mit dem Ende von Krieg, wo ich gewusst habe, dass meine Familie verschwunden ist, auch meine Verbindung für Deutschland im Prinzip für immer abgebrochen. Ich wollte nichts mehr mit Deutschland zu tun haben. Und ich habe meinen Namen geändert. Ich wollte nicht mehr einen deutschen Namen haben. Oppenheim ist ja ein Ort am Rhein in Deutschland. Josef Ofer brachte es nicht über sich, nachzuforschen, wie die Nazis seine Familie ermordeten. Als 1993 die wiederaufgebaute Synagoge eingeweiht wurde, bekam er eine Einladung der Stadt Kitzing. Doch er entschied sich, nicht noch einmal an diesen Ort zu reisen. Die Deutschen haben es sich 1938 unterm Hakenkreuz bequem eingerichtet. Die überwältigende Mehrheit ist inzwischen dem Führer treu ergeben. Das Regime belohnt die Volksgemeinschaft mit immer neuen Wohltaten. Die Leute hatten alle Arbeit, es wurde Geld verdient, die Unternehmer verdienten Geld, aber auch der normale Arbeiter auch. Und mein Vater sagte, ach, mit dem Hitler ist das gar nicht so verkehrt, wenn der nur nicht gegen die Kirche so wäre. Das war so die allgemeine Stimmung. In der Familie gab es diesen typischen katholischen Antisemitismus. Das sind die, die unseren Herrn Jesus ans Kreuz geschlagen haben. So. Das war's. Mehr auch nicht. Und man hatte Mitleid mit ihnen. Aber ich glaube, so die richtigen Alten dachten mir, na, das ist doch vielleicht die Strafe Gottes oder so irgendwas. Man ging weiter beim Juden kaufen, aber man hielt sich ein bisschen auf Distanz.
Schon zu Anfang ihrer Herrschaft rufen die Nazis zum Boykott jüdischer Geschäfte auf und verhängen Berufsverbote. Vor allem in der Provinz findet die antisemitische Propaganda fruchtbaren Boden. In Merseburg hängt das Transparent: Ein Jud und eine Laus ist wie die Pest im Haus. Die Menschen lesen die Hetzschrift Der Stürmer. Viele unterstützen die Parole: Wer beim Juden kauft, ist ein Volksverräter. Manchmal zeigten die Leute mit dem Finger auf mich und beschimpften mich als Juden. Das war ganz normal. Andauernd gab es diese Paraden. Sie marschierten mit ihren Fahnen und ich hatte Angst, etwas falsch zu machen. Immer wieder haben mich die Erwachsenen gewarnt. Wenn du die Fahnen siehst, wenn sie mit ihren Fahnen vorbeimarschieren, ob du nun ein Jude bist oder nicht, heb den Arm und sag Heil Hitler. Mit den Nürnberger Gesetzen formieren sich die Deutschen zur rassistischen Volksgemeinschaft, die vor allem die Juden ausschließt. Selbst den Kleinsten werden schon die nationalsozialistischen Grundbegriffe eingetrichtert. Und Antisemitismus gehört ganz selbstverständlich zum Lehrplan. Die Juden sind unser Unglück und die Juden sind vielem schuld und benutzen ihre wirtschaftlichen Fähigkeiten, um Deutsche auszubeuten. Ich weiß, dass in der Hitlerjugend der Arzt Karl Brandt ein Telegramm mit der Todesnachricht nach Berlin. Wann genau der Diktator Kenntnis erlangt, ist unklar. Wahrscheinlich ist, dass er im Verlauf des Nachmittags in seiner Münchner Wohnung am Prinzregentenplatz informiert wird. Angeblich nimmt er die Nachricht ohne sichtbare Reaktion entgegen. Niemand schreitet mehr ein, als eine aufgebrachte Menge in Dessau jüdische Geschäfte verwüstet und die Synagoge in Brand steckt. In Hessen kommt es immer wieder zu Angriffen gegen Juden. Plünderer bereichern sich am Hab und Gut ihrer Opfer. In Hadamar erlebt der kleine Franz Josef Meurer am Abend des 9. November den Beginn der Ausschreitung. Ich weiß nur, dass da auf einmal so ein großes Palaver auf der Straße war und Krach und Radau. Und da fing das auch schon an. Fensterscheiben eingeschlagen, eine Türe eingetreten. Denn das eine Judenhaus ist nur zwei Häuser neben meinem Elternhaus gewesen. Und ein jüdisches Haus war schräg gegenüber. Und die haben da gehaust wie die Berserker. Alles kurz eingeschlagen. Die kamen mit einer Axt oder mit einem großen Beil oder so irgendwas, haben die Fenster eingeschlagen, die große Marmortheke kaputtgeschlagen in der Metzgerei. Ja Gott, vor allen Dingen, mir war erschrocken, dass es so weit überhaupt möglich war, auf Hadamarer einzuschlagen, irgend praktisch. Hadamarer Bürger gegen Hadamarer Bürger. Am Rande eines Parteiempfangs in München werden Hitler und Goebbels bei einem intensiven Gespräch beobachtet. Der Führer verlässt die Veranstaltung frühzeitig. Der Propagandaminister hält um 22 Uhr eine fanatische Rede und stachelt die Anwesenden zu Vergeltungsaktionen im ganzen Dritten Reich an. Alles saust gleich an die Telefone, notiert er später. Nun wird das Volk handeln. Um Mitternacht wohnt der Führer an der Feldherrnhalle in München der Vereidigung von SS-Männern durch Heinrich Himmler bei. Man ist sich einig, dass die Elitetruppe nur in Zivilkleidung an den Demonstrationen teilnehmen darf. Sinnlose Gewalt und Zerstörung seien nicht ihr Stil, heißt es. Der Befehl wird nicht überall befolgt. Gehorsam bis in den Tod! Die Staatsanwaltschaft des Landgerichts Essen hat nach dem Krieg in einer Ermittlungssache wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit die Ereignisse in der Stadt rekonstruiert. Um die 12. Stunde sagt überall in Nazi-Deutschland das gleiche Bild. Die Feuerwehren stellen sicher, dass die Synagogen fachgerecht in Schutt und Asche sinken. Wir standen da, meine Klasse, aber auch andere Schüler aus anderen Klassen, das mögen vielleicht 60, 70 junge Leute gewesen sein,
Und ich glaube, es war eigentlich hauptsächlich ein Schweigen. Es war weder eine Zustimmung, aber es war auch keine Kritik, sondern man hat untereinander geredet, was heißt das und was bedeutet das und warum brennt das. Aber Proteste? Nein. Wir haben dann an diesen Lehrer, es war unser Klassenlehrer, Fragen gestellt, was das bedeutet, was los ist, wie halt einer mit 12 Jahren dann fragt. Dieser Lehrer war eher ein Deutschnationaler wohl, kein Nazi. Und er war etwas verlegen in seinen Antworten. Wenn ich es richtig erinnere, hat er sinngemäß gesagt, das ist halt der Volkszorn über die Ermordung, der sich da jetzt bemerkbar macht. In Regensburg inszenieren die Nazis an diesem Vormittag den Auszug der Juden aus der Stadt. Ein SA-Mann fotografiert die demütigende Szene. Die Männer werden von Schaulustigen beschimpft und bespuckt. Gemäß der Weisung Heydrichs verhaftet die Gestapo im ganzen Dritten Reich etwa 30.000 Juden, um sie auszuplündern und aus dem Land zu vertreiben. Zur Mittagszeit erzählt Hitler in München Josef Goebbels von seinem Plan, drakonische Strafen gegen die Juden zu verhängen. Der Führer hat eine perfide Idee. Die Opfer sollen für die Zerstörung durch die Nazis selbst aufkommen. Um diese Zeit hat die Welle der Ausschreitungen fast alle Städte und Gemeinden in Nazi-Deutschland erreicht. Auch in Euskirchen bei Köln brennt die Synagoge. Ein Anwohner macht heimlich Fotos. In der katholisch geprägten Stadt kommt es am späten Nachmittag zu einer gespenstischen Szene. Hier ging der Machtdienstzug wie in vielen rheinischen Städten am Tag vorher. Manchmal ist er auch am selben Tag, am 11. November, am Machtdienstag selbst gegangen. Hier ging er jedenfalls immer am Tag vorher. Jeder hatte ja seine Laterne gebastelt. Und mein wirklicher, deutlicher Eindruck auch heute noch ist, dass wir zum Anatomplatz hinzogen und dann nach links schauend die Kuppel der Synagoge brennen sahen. Wir sangen unsere Marktdienstlieder. Die Maßnahmen nicht zu behindern. Zudem sollen möglichst viele gesunde männliche Juden verhaftet und als Geiseln in Konzentrationslager gebracht werden. Die Nazis wollen deren Auswanderung erzwingen und so die Vermögen in die Hand bekommen. Jetzt gibt es im ganzen Dritten Reich kein Halten mehr. Überall ziehen SA und SS-Schergen in Gruppen los, um Synagogen anzuzünden und Juden zu verhaften. Viele Männer sind nach den örtlichen Feiern zum Jahrestag des Hitlerputschs betrunken und gehen mit roher Gewalt gegen die jüdischen Einrichtungen vor. Entgegen einer Weisung Heydrichs kann die Polizei vielerorts Plünderungen nicht verhindern. An seinem Fachwerkhaus im hessischen Hadamar hat Bäckermeister Josef Meurer vor ein paar Jahren den Leitspruch »Am guten Alten in Treue halten« anbringen lassen. Aus seiner Verachtung für die Nazis macht er keinen Hehl. Und so zögert der überzeugte Demokrat am Morgen des 10. November keinen Moment. Gegen 6 Uhr kam ein Herr Ries gegenüber hier von der Synagoge und hat Brand wahrgenommen hier in der Synagoge, weil er direkt drauf gucken konnte und hat den Nachbar nebenan, hat den alarmiert und meinen Vater, der in der Backstube war, hat er am Fenster geklopft und hat ihn rausgehoben, die Synagoge brennt und die zwei Männer sind dann hier in die Synagoge gelaufen und haben gelöscht. Das ging noch einigermaßen, die SA-Horten, die hatten Papier und Gewänder oder was sie alles auf den Boden geworfen haben, haben das angezündet und haben dann versucht, das zu löschen. Und das ist ihnen ja dann auch gelungen. Der SS-Sturmbann aus Limburg an der Lahn zieht am nächsten Tag Bilanz. Für fast alle Synagogen der Region gilt der Vermerk, ausgebrannt oder vernichtet. Das kleine Gebetshaus in Hadamar wird als abgebrannt eingestuft, obwohl es noch steht.
Der Herr Schmidt, der mitgeholfen hat zu löschen, am nächsten oder übernächsten Tag einen von den SA-Männern, die vorbeigegangen sind und durch Zufall gesagt hat, na, ich hab dort aber böse angestellt hier. Und er hat dann geantwortet, sei ruhig, Moi, seid ihr dran. Während des Krieges wird Josef Meurer von den Nazis zeitweise interniert. 1945 machen die Amerikaner ihn zum Bürgermeister von Hadamar. Nach Kitzingen am Main sind noch in der Nacht zum Wir standen da, meine Klasse, aber auch andere Schüler aus anderen Klassen. Das mögen vielleicht 60, 70 junge Leute gewesen sein. Und ich glaube, es war eigentlich hauptsächlich ein Schweigen. Es war weder eine Zustimmung, aber es war auch keine Kritik, sondern man hat untereinander geredet, was heißt das und was bedeutet das und warum brennt das. Aber Proteste? Nein. Wir haben dann an diesen Lehrer, es war unser Klassenlehrer, Fragen gestellt, was das bedeutet, was los ist, wie halt einer mit 12 Jahren dann fragt. Dieser Lehrer war eher ein Deutschnationaler wohl, kein Nazi. Und er war etwas verlegen in seinen Antworten. Wenn ich es richtig erinnere, hat er sinngemäß gesagt, das ist halt der Volkszorn über die Ermordung, der sich da jetzt bemerkbar macht. In Regensburg inszenieren die Nazis an diesem Vormittag den Auszug der Juden aus der Stadt. Ein SA-Mann fotografiert die demütigende Szene. Die Männer werden von Schaulustigen beschimpft und bespuckt. Gemäß der Weisung Heydrichs verhaftet die Gestapo im ganzen Dritten Reich etwa 30.000 Juden, um sie auszuplündern und aus dem Land zu vertreiben. Zur Mittagszeit erzählt Hitler in München Josef Goebbels von seinem Plan, drakonische Strafen gegen die Juden zu verhängen. Der Führer hat eine perfide Idee. Die Opfer sollen für die Zerstörung durch die Nazis selbst aufkommen. Um diese Zeit hat die Welle der Ausschreitungen fast alle Städte und Gemeinden in Nazi-Deutschland erreicht. Auch in Euskirchen bei Köln brennt die Synagoge. Ein Anwohner macht heimlich Fotos. In der katholisch geprägten Stadt kommt es am späten Nachmittag zu einer gespenstischen Szene. Hier ging der Machtdienstzug wie in vielen rheinischen Städten am Tag vorher. Manchmal ist er auch am selben Tag, am 11. November, am Machtdienstag selbst gegangen. Hier ging er jedenfalls immer am Tag vorher. Jeder hatte ja seine Laterne gebastelt und mein wirklicher deutlicher Eindruck auch heute noch ist, dass wir zum Anatomplatz hinzogen und dann nach links schauend die Kuppel der Synagoge brennen sahen. Wir sangen unsere Martinslieder. Paradox ist das. Ja, St. Märte ist ein Jodemann. Die Kuppel stand in vollem Brand und man konnte die... Ausgebrannt oder vernichtet. Das kleine Gebetshaus in Hadamar wird als abgebrannt eingestuft, obwohl es noch steht. Der Herr Schmidt, der mitgeholfen hat zu löschen, am nächsten oder übernächsten Tag einen von den SA-Männern, die vorbeigegangen sind, und durch Zufall gesagt hat, na, ich hab dort aber böse angestellt hier. Und er hat dann geantwortet, sei ruhig, Moi, seid ihr dran. Während des Krieges wird Josef Meurer von den Nazis zeitweise interniert. 1945 machen die Amerikaner ihn zum Bürgermeister von Hadamar. Nach Kitzingen am Main sind noch in der Nacht zum 10. November Parteifunktionäre aus Würzburg gekommen, um dort Demonstrationen zu organisieren. Ein Anwohner erinnert sich nach dem Krieg, er habe zwischen 5 und 6 Uhr früh ein heftiges Gepolter gehört und beobachtet, wie der Synagogendiener einen Schlag vermutlich auf den Kopf bekam und auf die Straße fiel. Der Toraschreiber Leopold Oppenheimer ist wegen seiner Frömmigkeit und Bildung hochgeachtet in der Kitzinger Gemeinde. Mit seiner Familie lebt er in der Rosenstraße. Sohn Josef erinnert sich. In der Früh zwischen 5
und 6 war ein starker Lärm auf der Straße bei uns gewesen. Und wir haben geschaut, man hat den Schaufenster von dem Nachbarn gegenüber bei uns, das war auch ein Jude, hat man das eingeschlagen und den Mann hat man mitgenommen. Um 6 Uhr oder sowas hat man in der Synagoge jeden Tag gebetet, wollte weggehen. Meine Mutter sagt, auf keinen Fall, rufe beim Rabbiner an. Der hat meinem Vater gesagt, geh nicht aus dem Haus, bist sicherer, wenn du zu Hause bist und auf keinen Fall in die Synagoge. Nach den Plänen der Nazis soll die Synagoge von Kitzingen einer Verbindungsstraße weichen. Am 10. November wird ein Trupp von SS-Männern zur Brandstiftung losgeschickt. Als erstes zerreißen sie die Torahrollen. Nach dem Krieg hat die Staatsanwaltschaft auch hier den Ablauf der Ereignisse aus Zeugenvernehmungen rekonstruiert. Um 6:30 will ein Anwohner gesehen haben, dass im Inneren der Synagoge die Bänke zusammengeschlagen und aufgetürmt waren. Diese Haufen hätten lichterloh gebrannt. Als die Feuerwehr um 6:45 eintrifft, steht die Synagoge in hellen Flammen. Niemand unternimmt etwas gegen den Frevel. Kinder auf dem Schulweg und Kitzinger Bürger sehen dem ist unklar. Wahrscheinlich ist, dass er im Verlauf des Nachmittags in seiner Münchner Wohnung am Prinzregentenplatz informiert wird. Angeblich nimmt er die Nachricht ohne sichtbare Reaktion entgegen. Niemand schreitet mehr ein, als eine aufgebrachte Menge in Dessau jüdische Geschäfte verwüstet und die Synagoge in Brand steckt. In Hessen kommt es immer wieder zu Angriffen gegen Juden. Plünderer bereichern sich am Hab und Gut ihrer Opfer. In Hadamar erlebt der kleine Franz Josef Meurer am Abend des 9. November den Beginn der Ausschreitung. Ich weiß nur, dass da auf einmal so ein großes Palaver auf der Straße war und Krach und Radau. Und da fing das auch schon an. Fensterscheiben eingeschlagen, eine Türe eingetreten. Denn das eine Judenhaus ist nur 2 Häuser neben meinem Elternhaus gewesen. Und ein jüdisches Haus war schräg gegenüber. Und die haben da gehaust wie die Berserker. Alles kurz eingeschlagen. Die kamen mit einer Axt oder mit einem großen Beil oder so irgendwas, haben die Fenster eingeschlagen, die große Marmortheke kaputtgeschlagen in der Metzgerei. Ja Gott, vor allen Dingen, ich war erschrocken, dass es so weit überhaupt möglich war, auf Hadamarer einzuschlagen, irgend praktisch. Hadamarer Bürger gegen Hadamarer Bürger. Am Rande eines Parteiempfangs in München werden Hitler und Goebbels bei einem intensiven Gespräch beobachtet. Der Führer verlässt die Veranstaltung frühzeitig. Der Propagandaminister hält um 22 Uhr eine fanatische Rede und stachelt die Anwesenden zu Vergeltungsaktionen im ganzen Dritten Reich an. Alles saust gleich an die Telefone, notiert er später. Nun wird das Volk handeln. Um Mitternacht wohnt der Führer an der Feldherrnhalle in München der Vereidigung von SS-Männern durch Heinrich Himmler bei. Man ist sich einig, dass die Elitetruppe nur in Zivilkleidung an den Demonstrationen teilnehmen darf. Sinnlose Gewalt und Zerstörung seien nicht ihr Stil, heißt es. Der Befehl wird nicht überall befolgt. Gehorsam bis in den Tod! Die Staatsanwaltschaft des Landgerichts Essen hat nach dem Krieg in einer Ermittlungssache wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit die Ereignisse in der Stadt rekonstruiert. Um die 12. Stunde, sagt ein Zeuge aus, seien SA-Führer in das Versammlungslokal der Nazis gekommen. Der Befehl ist da, hätten sie gerufen. Einreise verweigert, werden etwa 15.000 Menschen über die grüne Grenze abgeschoben. Ein Hilfskomitee sorgt für Verpflegung und provisorische Unterkünfte. Zu den Vertriebenen gehören auch der Schneider Sendel Grünspan und seine Familie, die seit 1911 in Hannover wohnen. Auf der Meldekarte ist der Name des Sohnes durchgestrichen.
Herschel Grünspan hält sich seit 1937 in Paris auf. Dort hört der 17-Jährige von den katastrophalen Bedingungen, unter denen Eltern und Geschwister leben müssen. Er kauft einen Revolver und beschließt zu handeln. Um 9:30 Uhr morgens kommt Grünspan an die Pforte der deutschen Botschaft in Paris. Er habe wichtige Dokumente zu überbringen, behauptet er. Schließlich empfängt Legationsrat Ernst vom Rat den jungen Mann. Dann fallen Schüsse. 3 Kugeln verfehlen den Diplomaten. Eine weitere streift ihn nur leicht. Die 5. trifft ihn in den Bauch. Als der Verletzte um Hilfe ruft, wirft der Attentäter seine Waffe weg und lässt sich widerstandslos festnehmen. Adolf Hitler weilt in München, um an der alljährlichen Feier zum Jahrestag des gescheiterten Putschversuchs von 1923 teilzunehmen. Als er von dem Anschlag erfährt, entsendet er unverzüglich Ärzte nach Paris. Grünspan sagt aus, er habe gegen die Tragödie der vertriebenen Juden protestieren und die Welt aufrütteln wollen. Die Polizei findet keine Anhaltspunkte für Hintermänner bei Planung und Durchführung der Tat. Es stand in den Zeitungen und auch im Rundfunk. Man hatte ja damals schon ganz üblicherweise ein Radiogerät. Wurde das sogar als Spitzenmeldung und eben mit der NS-Interpretation wurde das mitgeteilt. Ich glaube nicht, dass über den Täter mehr gesagt wurde, als dass er eben ein Jude sei, ein junger Jude. Die Gründe, aus denen er gehandelt hat, die wurden natürlich nicht mitgeteilt. Aber dass ein deutscher Diplomat von einem Juden erschossen worden sei, das war ein großer Aufmacher. Die ganze Propagandamaschine, die lief dann an. Auf Weisung aus dem Propagandaministerium berichten die Zeitungen in Nazi-Deutschland auf den Titelseiten über die Ereignisse in Paris. Mit Schlagzeilen wie Vergeltung für die jüdische Bluttat heizt die Presse die Stimmung an. In der Nacht hat eine große Menschenmenge jüdische Geschäfte und Einrichtungen in Kassel verwüstet. Zunächst wird angeordnet, die Demonstrationen gegen die Juden sofort einzustellen. Eine Nazi-Anhängerin bringt zur Anzeige, sie sei Zeugin der Beleidigung des Propagandaministers geworden. Eine Frau soll zu ihrer Partnerin gesagt haben, dem Goebbels könnte ich stundenlang in die Fresse hauen. Sie wird noch am selben Tag von der Gestapo vorgeladen und kann sich am Ende rausreden. Bereits um 20 Minuten nach 1 hat Sicherheitschef Reinhard Heydrich alle Polizeichefs im Reich angewiesen, die Maßnahmen nicht zu behindern. Zudem sollen möglichst viele gesunde männliche Juden verhaftet und als Geiseln in Konzentrationslager gebracht werden. Die Nazis wollen deren Auswanderung erzwingen und so die Vermögen in die Hand bekommen. Jetzt gibt es im ganzen Dritten Reich kein Halten mehr. Überall ziehen SA und SS-Schergen in Gruppen los, um Synagogen anzuzünden und Juden zu verhaften. Viele Männer sind nach den örtlichen Feiern zum Jahrestag des Hitlerputschs betrunken und gehen mit roher Gewalt gegen die jüdischen Einrichtungen vor. Entgegen einer Weisung Heydrichs kann die Polizei vielerorts Plünderungen nicht verhindern. An seinem Fachwerkhaus im hessischen Hadamar hat Bäckermeister Josef Meurer vor ein paar Jahren den Leitspruch »Am guten Alten in Treue halten« anbringen lassen. Aus seiner Verachtung für die Nazis macht er keinen Hehl. Und so zögert der überzeugte Demokrat am Morgen des 10. November keinen Moment. Gegen 6 Uhr kam ein Herr Ries gegenüber hier von der Synagoge und hat Brand wahrgenommen hier in der Synagoge, weil er direkt drauf gucken konnte und hat den Nachbar nebenan, hat den alarmiert und meinen Vater, der in der Backstube war, hat er am Fenster geklopft und hat ihn rausgehoben, die Synagoge brennt und die 2 Männer sind dann hier in die Synagoge gelaufen und haben gelöscht.
Das ging noch einigermaßen, die SA-Horten. Die hatten Papier und Gewänder oder was sie alles auf den Boden geworfen haben, haben das angezündet und haben dann versucht, das zu löschen. Und das ist ihnen ja dann auch gelungen. Der SS-Sturm Bann aus Limburg an der Lahn zieht am nächsten Tag Bilanz. Für fast alle Synagogen der Region gilt der Vermerk, ausgebrannt oder vernichtet. Das kleine Gebetshaus in Hadamar wird als abgebrannt eingestuft, obwohl es noch steht. Der Herr Schmidt, der mit... Im Morgengrauen des 10. November entstehen in Bielefeld Filmaufnahmen der brennenden Synagoge. Fast regungslos schauen die Menschen zu, wie die Kuppel des Gotteshauses einstürzt. Dann gehen sie zur Arbeit, als sei nichts geschehen. Der jüdische Jugendliche Günther Rohberg schlägt sich in Hannover als Lieferjunge für die jüdischen Kunden einer Bäckerei durchs Leben. Wie an jedem Werktag kommt er auf seiner Runde auch an der großen Synagoge vorbei. Habe ich da unten gestanden und die Synagoge, ich sah den Qualm und ich sehe gerade, wie die Kuppel von der Synagoge runterstürzt. Leute standen dort rum und guckten und waren und haben sich das angesehen als Schau. Da war keine Reaktion von Leuten gehört und gar nichts. Ja. Meine Mutter hat immer gesagt, diese Nazis. Ich habe immer gedacht, wo ist da die Gerechtigkeit? Ich war 17 Jahre, habe es hingenommen, wie das so ist. Hingenommen, es wird schon mal wieder aufhören, wieder besser werden. Auch in Hannover werden die Schaufenster jüdischer Geschäfte zertrümmert. Doch die Zerstörung hat selbst für die Nazis eine Kehrseite. Im ganzen Reich gehen so viele Scheiben zu Bruch, dass Glas aus Belgien eingeführt werden muss, bezahlt mit knappen Devisen. Günther Rohberg trägt am 10. November pflichtbewusst seine Lieferungen aus. In der Altstadt in Hannover, da wohnten die polnischen Juden. Ich kam rauf und oben steht ein Gestapo-Beamter. Sagt er zu mir, was machst du hier? Da sage ich, ich verteile hier Brot, aber ich sehe, hier liegt noch Brot. Da sagt er zu mir, komm her, sag mal. Bist du noch normal? Mach eine Fliege, dass du hier wegkommst, sonst werden sie denken, du gehörst der Judenbande dazu. Man hat nämlich die Juden verhaftet nach Aussehen oder nach Listen. Rohberg flieht aus Hannover und kann gerade noch rechtzeitig nach Haifa auswandern, wo er heute lebt. Seine Mutter und sein Bruder werden von den Nazis ermordet. Im badischen Bühl ist an jenem 10. November die Freiwillige Feuerwehr ausgerückt. Die Männer löschen nicht etwa die brennende Synagoge. Man verhindert auch hier nur, dass das Feuer auf die Nachbarhäuser übergreift. Die Synagoge brennt völlig aus. Ihre Ruine wird kurz darauf abgerissen.